Etwas, das wir für die gesamte Menschheit zu bewahren versprochen haben, ist bedroht. Verschone mich. Wer ist es diesmal? Omega. Ich hab dir gesagt, wir sollten ihn niemals alleine lassen. Kann er wirklich nicht einer von uns werden? Dafür ist es zu spät. Und jetzt? Was sagt ihr? Einverstanden. Nun denn, tu es. Netter Ort. Man kann die Atmosphäre spüren. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Meiner Meinung nach haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen, als wir Sie einluden, für uns zu arbeiten. Schön zu hören. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Dann lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Früher war dies Marcells Arbeitsplatz. Jetzt steht er Ihnen zur Verfügung. Hat mein Vorgänger... Sagen Sie einfach Marcel. Die Sachen katalogisiert? Ja, er hat die Kiste geöffnet, aber sie unglücklicherweise vor seinem Tod wieder verschlossen. Marcel ist tot? Das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Eine Tragödie. Ich wollte das nicht früher erwähnen, damit Sie nicht den Eindruck bekommen würden... Sie verstehen schon. Sie wollten mich nicht entmutigen? Leute sterben, das kommt vor. Was stimmt hier nicht? Der Wind. Er beherrscht diesen Ort. Viva! Es wird schwierig sein, sich daran zu gewöhnen. Manchmal, wenn er so stark ist wie jetzt, scheint er fest wie Stein zu sein. Man könnte das Gefühl bekommen, man kann sich dagegen lehnen oder sich sogar darauf legen. Tun Sie es nicht. Oh, dieser Ort ist beeindruckend. Ja, Sie können sich hier auf Ihre Arbeit konzentrieren. Marcel betrachtete diesen Teil des Turms als seinen privaten Bereich. Das überrascht mich nicht. Es ist hier nicht so wie unten bei mir. Besonders diese Kinder, diese Horde kleiner Wilder. Sie reißen alles in Stücke. Der Fluch der Schulausflüge? Ich liebe Kinder, aber ich bin überglücklich, wenn die Saison vorbei ist. Diese Kiste, die ich untersuchen soll, was können Sie mir darüber erzählen? Marcel hat hier irgendwo einen Bericht hinterlassen. Im Grunde sah Paris die Kiste selbst als teures Geschenk, verlor aber plötzlich das Interesse an ihr. Und die Fakten? 16. Jahrhundert. Gehörte einem dieser spanischen Edelmänner, der die neue Welt in die Knie zwang. Ein sagenhaftes Zeitalter der Segelschiffe, voller Legenden und unglaublicher Angeberei. Sie mögen diese Geschichten auch. Das ist bei Frauen selten. Als ich aufgewachsen bin, hielt ich aus meinem Fenster nach Abenteuern Ausschau, als säße ich in einem Krähennest. Das Haus meines Onkels war eine Galeere, die jeden Morgen in eine komplett andere Geschichte aufbrach. Und wo befindet sich die Insel glückseliger Kindheit? Überall. In meinem Fall auf Malta. Richtig. Schließlich lebte Ihr Onkel dort. Sein Tod war ein unersetzlicher Verlust für unsere gesamte Gemeinschaft. Und obendrein ein sinnloser. Kommen wir zurück auf die Kiste. Wem hat sie gehört? Vor 500 Jahren gehörte sie Ponce de Leon. Sie wissen, von wem ich spreche? Dem Entdecker von Florida. Er suchte dort nach dem Jungbrunnen. Die Kiste hatte jedoch ihre eigenen Launen. Durch Spanien gelangte sie nach Italien und verschwand im 19. Jahrhundert.
Wahrscheinlich in einer Privatsammlung. Nur, um unerwartet bei einer Auktion in England wieder aufzutauchen. Ah, faszinierend. Lassen Sie mich hinzufügen, dass Ihre Geheimnisse von einem Kombinationsschloss geschützt werden. Und zwar einem sehr interessanten. Wegen Marcel. War es ein Unfall? Fiel von der Klippe. Wenn Sie also vorhaben, einen romantischen Spaziergang zu unternehmen, lassen Sie es lieber. Das mache ich. Zumindest für heute. Hat er lange hier gearbeitet? Ja, einen Tag zu lange. Er muss die Umgebung gut gekannt haben, oder? Theoretisch ja. Sie wissen, dass Marcel ein Experte war? Aber einer, der unterschätzt wurde. Er war ein neugieriger Bengel. Vielleicht hat er die Festigkeit des Windes ausprobiert. Ich weiß, das war unangebracht. Noch eins. An solch windigen, kalten Abenden wärmen wir uns mit einem kleinen geistigen Getränk. Aber wie bei allen kleinen Dingen dieser Welt, muss man seine Grenzen kennen. Ist das eine Einladung auf einen Drink? Nun ja, natürlich. Vielleicht heute Abend? Danke, aber nein. Ich möchte mich heute Abend gerne ausruhen. Entschuldigung, ich schätze, das war ein wenig plump. Schon gut. Können Sie mir etwas über das Team erzählen? Die meisten sind im Urlaub. Außer uns beiden gibt es noch Antoine, den Hausmeister, und Claire, die Restauratorin. Nur noch eins. Ja? Ich bin eigentlich heute nur hier, um das Land auszukundschaften. Ich komme morgen nach Hause und gehe dann für eine Lesung nach Venedig. Es wird ein paar Tage dauern. Ja, richtig. Jetzt fällt es mir ein. Sie promoten Ihr Buch. Kann ich mit einem Exemplar mit Ihrem Autogramm rechnen? Natürlich. Sobald ich aus Venedig zurück bin. Die ganze Auflage befindet sich in Italien. Perfekt. Sie haben mich so neugierig gemacht, dass ich am liebsten noch heute mit meiner Arbeit anfangen würde. Dann könnte ich alles auf meiner Reise überdenken. Na, ich wusste, dass Sie den Köder schlucken würden. In dem Fall werde ich Sie nicht länger aufhalten. Sollten Sie Hilfe benötigen, wissen Sie, wo Sie mich finden können. Danke. Ich sehe mich mal um. Bis später. Das Refugium eines Entdeckers und eines Schatzjägers. Wie aufregend!